Ja, hi, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir uns durch das Schiff hier durchgeprügelt und jetzt machen wir weiter damit. Ja, ich finde halt gut, wenn ich so faule Intros einfach sagen kann. Geil, ne? Ist auch gut, wenn man in der letzten Folge genau gleich macht wie in dieser Folge. So, wir waren noch nicht hier. Ich habe mir meine Güte, wie sieht das Bämmer aus, ey? So, okay. Jetzt wieder so ein Busraum. Heiner. So, eure Dinger muss ich natürlich wieder erst kaputt machen. Und da sind. Bitte sag mir nicht, dass das Bogenschützen sind, ey. Das krieg ich jetzt schon mit Kotzen. So, ich muss erstmal all eure Rüstung kaputt machen. Ma. Ma. Habe ich die Rüstung jetzt kaputt? Ich. Ja. Hab ich. Dann kommt mal her. Duff. Duff. Duff, duff. Meine Güte, muss man bei ihm aufs Teil. Ja, das war schon wieder schlecht. Meine Güte, ich hätte ihn beinahe erledigt. Müssen bei ihm das Timing so blöd. Er ist ja nur voll stark. Hey, den haben wir so erledigt. Gut. Da schon wieder zu spät, Mann. Zu früh meine ich. Zack, zack. So. Ist nur noch hier ein bisschen. Nein. Was zum? Genau, der rollt. Au. Mache ich eigentlich. Dann baue ich das hier einfach mal. Ihr seid doch so lahm. Sehr schön. Wusch. War hier ein Schalltafel 2. Gut. Auch schon, und da ist wahrscheinlich die nächste Waffe drin, ne? So, warte mal hier. Löwe Kagura, Waffe mit einer Klinge wie eine Löwenmähne. Ihr Gewicht gibt jedem Schwung Stärke. Cool. Aber erstmal möchte ich die Waffe von Benkei. Die kann ich doch jetzt aufballern, ne? Ja. Voll aufballern. Ich meine, die hat jetzt schon 310. Ich will gar nicht wissen, wie stark die jetzt gleich wird. So 400 irgendwie so. Wo die Angriffe ein bisschen doof sind, aber. Hallo, der Schaden, der wahrscheinlich gleich kommt. 380, ja. Fast so stark wie die hier. Oh, schade. So, Löwe Kagura. Tu die auch mal aufballern. Ja. Ausrüsten. Ich will mal sehen. Was nehmen wir jetzt dafür raus? Tanzmädchen, das hat so gute Combo-Dinger. Einer hat voll die Reichweite. So, was ist das hier? So. Toll, schon wieder dieser Angriff. Was? Ah ne, das ist die Dings. Was? Das ist genau das gleiche. Hä? Jetzt mal, ja, Dann ist die exakt gleiche Waffe. Ja, die gleichen Angriffe. Hä? Warte mal, kann aber nicht sein. Fähigkeiten. 4 Jahreszeiten, was? Fähigkeiten. Lilie. Ich kann die Attacke mehrmals machen, oder was? Okay, das ist schon wieder cool. Er hat den gleichen 3 Angriff hier. Wenn er statt den hier hat, dann den hier. Das ist eigentlich auch gut. Dann kann ich ja die rausnehmen. Dann kann ich ja wieder die eine nehmen. So, dann hat sie jetzt die und die. Das ist immer geil. Vor allem dann habe ich jetzt auch mal die gleiche Waffe bekommen mit diesen geilen Dreieckangriffen plus eine bessere Viereckattacke. Das ist auch mal geil. Ich will nur noch aufleveln. Ich will eigentlich noch was machen, du.
Nix, okay. Dann können wir hier raus. Jetzt muss ich noch wieder Geld sparen. Oder Punkte für die Waffe. Die hoffentlich dann auch ein bisschen stärker wird. Also als die anderen Waffen. Und dann starten wir richtig durch. Da kommt schon Zielobjekte. Warte mal. Dün, 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 dün. Ha, sehr schön. Cool. Wenn ich mit dem Angriff treffe, ist gut. Weil ich die bekommen habe, hat die irgendwie nichts gebracht. Bei so vielen Gegnern. So, ich kann die, glaube ich, jetzt wieder. Jetzt kann ich sie wieder aufbauen, ja. So. Und 90. Ja, die wird bestimmt stärker als die anderen. Zack. So. Doch noch bestimmt auch welche auf der Seite, ne? Ja. Sehr gut. Wenn ich nicht gerade vom Bogenschützen und so angeschossen werde, kann Shizuka auch was heißen. Nicht gut. So, ups. Speichern wir. Wir haben ja viel erreicht. Ups, da bin ich gegen das Mikro gekommen. Tut mir leid. Oh nein, jetzt geht alles im Bach runter. Die Aufnahme ist zerstört und was weiß ich. Na gut, zurück. Die Tafel einsetzen, würde ich sagen. Ah, wo ist die zweite jetzt? Da. Oder? Ja, tatsächlich. Da können wir jetzt den anderen Aufzug endlich benutzen. Ah, geil. Der sieht irgendwie so aus, als wäre eine Tür oder so, als ob hier, weiß ich nicht, irgendwann hier durch können. So, die linke hat sich geöffnet. Das heißt, wir kommen weiter. Sehr schön. Blaues Ding haben wir auch noch, eine blaue Perle. So, sehr schön. Man kann jetzt kommen, was wolle. Wir sind suddenly irgendwie voll stark und voll gut. Boah, hoffentlich kann ich jetzt die eine Tür öffnen, die mir jetzt so eine Abkürzung gibt. Ich habe gesehen, aber irgendwie so eine Tür noch offen. Ich habe nur von der Rückseite gesehen. Stimmt hier so, ne? Ja. Dann kann ich mir gleich direkt eine Perle holen, oder? Ja, sehr schön. Das Spiel fängt an, mir zu gefallen. Ach ja, schon die letzte, okay. Hier sind nur drei gewesen, okay. Oder so war ja fertig. Und dann kommt was, da kommt was. Don't touch me, bastards. Ich hab Glück, dass ich gerade noch ein paar Punkte brauche, sonst würde ich euch voll umrennen. Ich jongliere mit dir. Ich jongliere mit dir. Sehr schön. Dann habe ich ja eigentlich wiederholt noch angreifen müssen. Hätte ich unendlich Punkte bekommen, wahrscheinlich. So, ach, jetzt sind wir hier wieder in diesem Maschinenraum, ne? Oh mein Gott. Wie Stacheln. Seid ihr irre? So, kann ich da so rüberspringen? So, wo jetzt? Oh, da will ich nicht runter. Das ist, glaube ich, der gleiche Raum, ne? Wenn ich da hinten hingekommen wäre. Und da ist ein Speicherpunkt, was? Ist halt nicht der gleiche Raum, oder was? Ich denke, ich da auch noch hin muss irgendwann. Speichern.
Wir erreichen irgendwie was. Wenn ich so darüber nachdenke, wie lange das mit den Schiffen gedauert hat, das Meer zu überqueren, das war doch. Oh. Das war irgendwie nicht schön, ja, das hat mir echt nicht gefallen. Ich bin auch froh, dass ich das geschafft habe. Ich kann mir vorstellen, das war echt der schwierigste Part im gesamten Spiel. Neben dieser einen Schlacht von ganz Anfang an hier. Oder die andere Schlacht von in der Mitte. So, jetzt haben wir alle Dinge eingesetzt. Jetzt kommt noch so ein Teil wahrscheinlich. Ach, jetzt sind wir in so einem Raum wieder. So, diesmal mache ich euch fertig. Ich brauche Punkte. Obwohl ihr ganz schön viele seid. Aber ich bin auch ganz schön viel Frau. So, kommt her. Sehr schön. Ich brauche Punkte, Mann. Ich glaube, ihre Waffen kosten auch nicht so viel zum Aufballern. Noch nicht schlecht. Ich war nie im Leben alle irgendwie anvisiert, oder? Da guck mal, wie schnell sie halt machen kann, ne? Nein, da war der falsche Knopf. Nein. Mein Gratis-Item. Da irgendwelche Bogenschützen? Glaub nicht, ne? Okay. Ablösung. So, nächste Runde. Bams. So, diesmal aber alle. Jetzt nicht vom Rücken muss hier irritieren lassen. Einfach nur drücken, was da steht. Wie ein lebloser Zombie. So, jetzt aber, ne? Sehr schön. Alles wunderbärchen geklappt. So, Waffen leveln. Kann ich wieder leveln? Ne, 15.000. Leck mich. Da ist. Wahrscheinlich brauchst du irgendwie 30.000 oder so. Halt auf zu leveln. Noch einmal. Als letztes. So, wo komme ich jetzt hin? Wieder in so einem Bossraum, ne? Sieht das schon so aus, Mann. Was zum. Oh, was? Warum muss ich gleich wieder hier hochrennen, ne? Da weißt du ja schon. Ah, eine Riesenkrabbe. Na klar. Ich hab gewusst, hätte mich mein Kamui noch aufbewahrt. Aua. Das wird wehtun, habe ich so das Gefühl. Was? Oh, lass mich raten, ich muss wieder hier die Dinger kaputt machen, ne? Hier geblieben. Keine Ahnung, wie lief der Kampf nochmal ab gegen die. Jetzt die Dinger kaputt machen, oder was? Ja. Sieht so aus. Aber ich habe da bis jetzt noch keinen Schaden gemacht. Komm mal her. Boah, lass dir mal das Gesicht zerdeppern. Und weh, die kommen gleich wieder. So, jetzt aber. What? Oh, das war nicht so gut. Okay. Yoshi Zunge, komm du. Leck mich da viel ab. Ja, ich möchte. Muss hier auf so Kamikaze gehen, habe ich so das Gefühl. Ich habe ja nicht, dass ich dich abwehren kann oder so. Ist auch ein bisschen unfair, ne? Die greift immer an, wenn ich angreife. Ja, du bist aber gleich weg. Will ich nicht. Komm ruhig näher. So, jetzt aber. Die Welle! Bams! So, Barrierenschalltafel. Geil. Schön. Und 1000. Das ist ein bisschen wenig, finde ich. Oh ja, du bist bald tot. Dann lass mich mal kurz das Kamui hier auf
laden. Ja, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich kann halt irgendwie kaputt machen und irgendwie. Ja, ich hätte hier drauf gehen können, ich Idiot. War jetzt bestimmt die Waffe drin, ne? Nee, okay. Ja, ich hätte vielleicht hier drauf gehen können, aber wäre vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Oh, Kamois Fohl. Das sieht doch mehr als verdächtig aus. Ist er aber nicht. Und Shizuka ist schon wieder beinahe verreckt in dem Kampf. Ich glaube, ihre KP muss ich echt aufballern. Ja, komm, wir haben ja wieder ein paar Dinger. Ich will sie auch mal im Bosskämpfen einsetzen. Geht aber nicht, wenn sie nach jedem Schlag schon direkt tot ist. Ich nehme euch zu viel. Frage ist jetzt nur, wo ich hin muss hier, um genau rauszukommen. Okay, da. Okay, sie hat auch so ein Ding. Wait, man, weiß ich nicht. So Granaten irgendwie an Leute befestigen kann. Ma. Ja, okay. Ja, ne? Was ist da? Muss da irgendwie hin? Okay. Okay, ich dachte ja, könnte man was zum Kampf benutzen, aber kann schon wieder ihre AP aufballern, mehr oder weniger. Wollte ich mir eigentlich für die Bosskämpfe aufbewahren, aber das möchte ich aber auch noch in diesen einen Raum gehen, wo ich rausgeschmissen wurde, mehr oder weniger. Das ist bestimmt auch noch was. Wo komme ich denn jetzt überhaupt raus? Das wäre jetzt mal eine gute Frage. Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Oh, ein Speicherpunkt, geil. Bam. So viel zum Aufleveln. Schön. Bin ich schön, dass die jetzt mit den Speicherpunkten so gnädig sind. Keine Ahnung, kriegen ja voll viele Amalgam-Essenzen. Voll neue Waffen und so. Mir gefällt der Ort. Hey, wo bin ich? Das sieht nicht sehr schön aus. Ich gehe mal da lang. Ja. Ah, Wupp, hey. Na. Zack, zack. Din, 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 din. Puff. Du kannst nicht ewig abwehren, aber ich kann ewig angreifen. Ja, genau. So, schön. Frage ist jetzt, wo genau bin ich und wie komme ich zu diesem einen Raum hin? Okay. Hi, wer kommt da? Oh, so ein Dicker. Und noch so ein Dicker. Und noch so ein Dicker. Ich glaube, ich mach kurz vorbei. So, dich hau ich noch kaputt. Du bist ein verkackter Schütze. Aber jetzt habt ihr den Benkei verärgert. Rock. Soll man vielleicht meine neue Waffe einsetzen, ich soll stärker. Wurisch. Wurisch. Genau. Oh, nein, warum zieht das nichts ab? Sehr schön. Mein Gott, ist das stark. Ja, wo ist das? Was? Okay. Hey. Habe ich jetzt umsonst hier auf die Fresse gekriegt?
So, jetzt könnte ich aber die Waffe aufleveln. Ja. Ich glaube nicht, dass die stärker als die wird. Schade. 40.000, ey. Oder vielleicht genauso stark, aber ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Das ist ja mehr so eine upgradete Version von meiner jetzigen, von dem Tanzmädchen. Deswegen, ja, ist auch nicht so schlimm. Und dann mal ein paar neue Waffen haben, ne? Ja, speichern. Dann glaube ich, mache ich hier einen Schnitt, ja. Oder? Ja. Mache ich einen Schnitt hier. 21 Minuten, das ist lang genug. Dann, weiß ich nicht. Gucken wir, wo uns dieser andere Weg hinführt. Wo ich gerne noch den einen Weg zurückgehen möchte. Wo wahrscheinlich irgendwie eine geile Waffe wartet. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge sehen. Von Let's Play Genji Days of the Blade. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.